Immer wieder werden Dinge entdeckt, die nicht in unsere Vorstellung von Geschichte passen. Auch wenn man die meisten Geschichten dahinter anzweifeln darf, so bleiben die gefundenen Gegenstände und Artefakte doch ein Überbleibsel der Vergangenheit, die wir uns nicht so recht erklären können. Engelshaar. Engelshaar ist ein seltenes Phänomen, das sich bisher nicht erklären ließ. Im Prinzip sind es seidige Fäden, die auf die Erde herabregnen. Sie sind zwar flüchtig, dennoch reicht ihre Erscheinung, um sie zu berühren. Wenn man sie berührt, verschwinden sie direkt vor den Augen. Es ist zwar ein weltweites Phänomen, man kann aber eine deutliche Häufung dieses Ereignisses mit einer gewissen Regelmäßigkeit in Nordamerika, Neuseeland, Australien und Westeuropa beobachten. Es gibt keinen Nachweis darüber, was diesen Regen auslöst oder aus was er besteht. Spekulationen reichen von unbekannten spinnenartigen Insekten, deren Netz sich in Luft auflösen kann, bis hin zu so etwas wie UFO-Abgase. Dieses Phänomen wird sogar recht häufig mit UFO-Sichtungen in Verbindung gebracht. Aufgrund seiner Empfindlichkeit war es bisher schwierig, Materialproben zu sammeln und zu analysieren. Außerdem ist das Material so sensibel, dass es sogar durch Autoabgaspartikel in der Luft oder durch Kontakt mit menschlicher Haut verunreinigt wird, was eine chemische Analyse verfälschen könnte. Die Ica-Steine. In den 1930er Jahren entdeckte der Vater von Dr. Javier Cabrera, Kulturanthropologe in Peru, viele hundert zeremonielle Grabsteine in den Gräbern der alten Inkas. Dr. Cabrera, der die Arbeit seines Vaters weiterführte, hat mehr als 1100 dieser Steine gesammelt, die schätzungsweise zwischen 500 und 1500 Jahre alt sind und allgemein als Ica-Steine bekannt wurden. Auf den Steinen sind Bilder von Sexstellungen, was für diese Kultur damals üblich war. Auch einige Bildgötzen werden dargestellt. Doch andere zeigen etwas, das für die damaligen Menschen eigentlich unmöglich gewesen sein müsste. Auf manchen Steinen werden Praktiken wie Operationen am offenen Herzen und Gehirntransplantationen dargestellt. Die erstaunlichste Darstellung jedoch sind eindeutig Bilder von Dinosauriern. Dabei ist nicht etwa eine Abbildung zu sehen, die eventuell verwechselt werden könnte, sondern eine Vielzahl detailreich eingekerbter Brontosaurier, Triceratops, Stegosaurus und Pterosaurier. Während Skeptiker die Ica-Steine für einen Schwindel halten, wurde ihre Authentizität weder bewiesen noch widerlegt. Die Bundeslade. Die Bundeslade gilt als der größte aller verborgenen Schätze und ihre Entdeckung würde die Unbestreitbarkeit des Alten Testaments mit physischen Fakten untermauern. Die Entdeckung der Bundeslade bleibt das höchste Ziel eines jeden modernen Archäologen und Abenteurers. Ihr Zweck war die Aufbewahrung der 10 Gebote, die Gott Moses auf dem Berg Sinai auf Steintafeln gab. Nach dem Buch Exodus ist die Bundeslade aus speziellem Holz, ähnlich Akazienholz, und innen sowie außen mit Gold überzogen. Man schreibt ihr sogar übernatürliche Kräfte zu. Es gibt viele Spekulationen über den Verbleib der Bundeslade, doch bis heute fand man nichts. Die gerillten Kugeln. In den letzten Jahrzehnten haben Bergleute in Südafrika geheimnisvolle Metallkugeln ausgegraben. Von unbekanntem Ursprung haben diese Kugeln einen Durchmesser von rund 2,5 cm. Einige dieser Kugeln haben drei parallel verlaufende Rillen, die wie ein Äquator auf einem Globus wirken. Es wurden zwei verschiedene Arten von Kugeln gefunden. Eine besteht aus einem festen bläulichen Metall mit weißen Flecken, die andere ausgehöhlt mit einer schwammigen weißen Substanz gefüllt. Der springende Punkt bei der ganzen Sache ist, dass der Felsen, in dem sie gefunden wurden, rund 2,8 Milliarden Jahre alt ist. Wer sie gemacht hat und zu welchem Zweck, ist völlig unbekannt. Riesige Steinbälle von Costa Rica. Arbeiter von Bananenplantagen, die sich in den 1930er Jahren durch den dichten Dschungel von Costa Rica kämpften, stießen auf einige unglaubliche Objekte. Dutzende von Steinkugeln, von denen viele perfekt kugelförmig waren. Sie variierten in der Größe, von so klein wie ein Tennisball zu erstaunlichen Riesen von 2,5 Metern im Durchmesser und einem Gewicht von 16 Tonnen. Obwohl die großen Steinkugeln eindeutig von Menschen gemacht sind, ist unbekannt, wer genau sie geschaffen hat oder zu welchem Zweck. Doch das größte Rätsel stellt die millimeterfeine Präzision dar, mit der man diese Kugeln geschaffen hatte. Unmögliche Fossilien. Fossilien tauchen, wie allgemein bekannt, im Gestein auf, welches vor vielen tausend Jahren entstanden ist.
Es gibt jedoch eine Reihe von Fossilien, die keinen geologischen oder historischen Sinn ergeben. Das Fossil eines menschlichen Handabdrucks zum Beispiel wurde in Kalkstein gefunden, welcher auf 110 Millionen Jahre geschätzt wurde. Ein versteinerter menschlicher Finger, der in der kanadischen Arktis gefunden wurde, stammt ebenfalls aus der Zeit vor 100 bis 110 Millionen Jahren. Und was wie das Fossil eines menschlichen Fußabdrucks erscheint, möglicherweise in einer Sandale, wurde in der Nähe von Delta, Utah, in einer Schieferlagerstätte gefunden, die auf ein Alter von 300 bis 600 Millionen Jahren geschätzt wird.